Wie toll ist denn überhaupt die Weihnachtslippe und wie praktisch zum Mitnehmen? Also ich finde das ganz toll. Und ganz ehrlich, ich werde da jetzt auch, ich habe ja mehrere, ich werde da auf jeden Fall welche von verschenken. Ich finde die ganz toll. Ich bin mega dankbar dafür. Und so kann man wirklich perfekt einmal die Lippenstifte kennenlernen, die Farben. Es sind ja drei Farben dabei. Und ich werde das jetzt einmal öffnen und auf meinen Lippen zeigen, weil ich das wirklich toll finde. Ich fange einmal mit dem dunklen Ton an, nicht mit dem dunklen, mit dem roten Ton an. Ich habe meine Lippen vorher ein bisschen abgepudert. Wow. Vorsichtig auftragen. Oh, der ist ja schön. Richtig schön. Wow. Mega Farbe, der rote. Gefällt mir super. So, dann mache ich das schnell ab und dann zeige ich euch die nächste Farbe. So, und jetzt zeige ich euch den mittleren Ton. Ich mir auch, das könnte ich mir gut vorstellen für meine Mama. So sieht der mittlere Ton aus. Sehr schön, kann ich euch nur sagen, sehr schön. So, ich mache das schnell ab und dann zeige ich euch die dritte Farbe. So, und jetzt den dritten Ton. Also ich mag bis jetzt alle. Toll. Ich finde diese Zusammensetzung auch so toll. Da ist was drin, so festlich, ne, so knallig. Oder für Frauen, die das lieben. Und dann ist aber auch jetzt für mich so ein bisschen Alltag dabei. Alltag, Arbeit, ganz toll. Ja, also ich mag alle drei Töne. Das war jetzt der untere. Ich finde die Weihnachtslippe ganz toll und kann sie euch nur wärmstens empfehlen, weil ich sie wirklich ganz toll finde.